Wie kommt es, dass weltweit ein Drittel aller produzierten Lebensmittel verschwendet wird? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler der Emile-Montessori-Schule in Neubiberg. Wir schauen, wo kommen unsere Lebensmittel her. Das gehört natürlich immer dazu. Wo gehen sie hin? Damit mehr Essen die Teller und auch die Pausenboxen erreicht, haben sie vor 2 Jahren ihren klimafreundlichen Pausenverkauf gestartet. Wir wollten nicht einen normalen Pausenverkauf machen, sondern wir wollten das eben so machen, dass er klimaneutral ist, dass wir Verpackung sparen, dass wir auf regionale Lebensmittel achten und dass wir das, was wir einnehmen, quasi nicht als Gewinn haben, sondern das spenden eben an Umweltprojekte oder an soziale Projekte. Die leckeren Pausensnacks stellen sie aus Nahrungsmitteln her, die beim regionalen Einzelhandel in die Tonne wandern würden. Und sie produzieren selbst. Durch das Projekt hat sich viel in den Köpfen verändert. Was bedeutet Nachhaltigkeit und wie kann ich das besser machen, als vielleicht wir Älteren das schon gemacht haben? Schülerinnen, die daran arbeiten, die leben natürlich dann bewusster. Nachhaltig fürs Leben lernen, das steht im Schulalltag der Emile an oberster Stelle. Die Ausdauer und Kreativität trägt über die Schulmauern hinaus Früchte. Und als Schule versuchen wir einfach so viel wie möglich zu machen. Durch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde ist das so eine Verzahnung und dann strahlt es natürlich nach außen auch ab.